Man ahnt nicht, dass das irgendwie ein eiskalter Betrug ist. Da steht ja der eigene Name drauf. TV-Moderatorin Sonja Kraus ist gerade auf dem Sprung in den Skiurlaub, als es klingelt. Es ist der Paketbote mit zwei Warenlieferungen, die sie nie bestellt hatte. In dem einen großen Paket war eine einzige Designer-Jeans für 499 Euro. In dem zweiten Paket war ebenfalls eine Hose für, ach Schnäppchen, 399 Euro. Also haben wir jetzt hier Pi mal Daumen 900 Euro Schaden. Sie steckt mitten in einem fiesen Betrugsversuch. Doch was ist passiert? Ein Betrüger hatte herausgefunden, wo Sonja Kraus wohnt. Er bestellt teure Designerkleidung auf ihren Namen und Adresse und auf Rechnung. Dann verfolgt er die Warenlieferung im Internet. Er weiß jetzt ungefähr, wann der Paketbote in der Straße ankommt. Er spricht ihn in der Nähe ihres Hauses an und verlangt die Herausgabe der zwei Pakete. Der junge Bursche hat halt hier geschaut, wann kommt der liebe DHL-Mann vorbei, wann ist in der Nähe, und hat den dann einfach abgefangen. Das ist eben Fluch und Segen der modernen Technik, dass man genau schauen kann, ah, jetzt biegt er gerade hier um die Ecke und schwuppdiwupp, da bin ich. Der Bote handelt gedankenschnell. Er verlangt einen Ausweis und der Betrüger flüchtet. Stattdessen landen die Designerklamotten bei Sonja Kraus. Da ich bei dieser Firma nichts bestelle, bei diesen Designer-Klamotten, da dachte ich, ich guck mal nach. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Paket schon so aussah, als wäre es nicht von mir. Und man hat es ja doch irgendwie so einigermaßen auf der Pfanne, was man bestellt hat. Und dann dachte ich schon, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die Moderatorin tut das einzig Richtige. Sie meldet den Betrug der Polizei. Wir können allen potenziellen Betrugsopfern draußen nur raten, erstatten Sie Anzeige, setzen Sie die Polizei in Kenntnis. Das ist nicht nur wichtig, dass wir potenzielle Täter ermitteln können und die Taten und die Tathandlung, sondern auch für Sie selbst als Geschädigte, falls es zu Zahlungsaufforderungen durch Online-Händler oder durch Inkasso-Unternehmen kommt. Der Deutschen Post DHL Group sind mehrere solcher Fälle bekannt. Paketsendungen werden daher nur an persönlich bekannte Empfänger und an Empfänger oder Ersatzempfänger ausgeliefert, die sich entsprechend ausweisen können. Das gilt auch für die Abholung von Sendungen, die in unseren Filialen zur Abholung bereitgehalten werden. Eine Auslieferung auf Verdacht findet nicht statt. Dem lieben DHL-Paketboten muss ich echt ein großes Kompliment aussprechen, weil ich oft auch ein Päckchen bekomme von anderen Lieferanten, die einfach mir das in die Hand drücken und mich überhaupt nicht angucken. Das interessiert die irgendwie nicht, aber er war einfach pfiffig. Für Sonja Kraus ist der Betrugsversuch glimpflich ausgegangen. Ihr Dank geht vor allem ihrem gedankenschnellen Paketboten. Das war ein Beitrag aus dem Maintower Kriminalreport. Fragen bitte in die Kommentare, Hinweise direkt an die Polizei. Alle anderen aktuellen Fälle seht ihr hier. Die anderen Sendungen, die gibt es hier. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann gerne hier.